Also im Bereich Outdoor schaut das wiederum nach massiven Chembuster-Aktivitäten. Ja, also der Himmel. Ja. Sieht ungefähr so aus. Ja. Also es sieht so aus, wie wenn sich die Wolken auflösen. Ja, das ist das, wo die Kondenswasseranteile vergasen, ja, und diese Stäube, die dann dahinter bleiben, ja, da habe ich jetzt da wunderschöne Fotos geschossen von Wintalabfahrt von Dangente, ja, wie Alt-Ella auf so kurzer Distanz im totalen Staubschleier ist, ja. Also dadurch, dass jetzt die Sonne durch die Wolken halbwegs durchkommt und die Stäube wunderbar aufleuchtet, ja, ist es absolut einwandfrei sichtbar, ja, wie die Stäube von der Straßenhöhe auf die Gebäude von Alt-Ella total beleuchtet sind. Ja, die Entfernung, was kann die Entfernung sein? So die 300, 400 Meter. Ja, also auf dieser Entfernung sind die Stäube bodennah ganz herrlich aufgeleuchtet. Ja, die Luftfeuchtigkeit oder irgendwelche Kondenströpfchen in der Luft sind es eindeutig nicht. Ja, also wenn die Luftfeuchtigkeit derzeit um die 30, knapp über 30% ist, können das keine Kondenswasser in der Luft sein. Es ist allein der Staub, ja, auf dem nicht einmal die Kondenstropfen drauf sind. Ich habe versucht, auch ein paar Fotos zu schießen, aber wie gesagt, ob die was werden, schwer zu sagen. Ja, das müsste jemand fotografieren, der dafür wirklich die Zeit hat, oder primär dafür Zeit, ja, und nicht so wie ich. Ja, ich habe momentan keine Zeit dafür. Naja. Und nicht nur Alt-Ella haben wir die bodennahe Stäube. Zwischen Handelsky und Uno City hat man sie jetzt auch. Das Beste an meinen Aufnahmen, sei es Fotos oder Videos, dass man dieselbe Perspektiven von demselben Standpunkt dasselbe Ziel fotografiert an anderen, also an verschiedenen Tagen miteinander vergleichen kann. So, hier noch einmal zum Vergleich heute. Sicht zum Pisanberg, gell? Ja, 20, 30 Kilometer. Ich weiß überhaupt nicht, wie weit er ist. Aber wie gesagt, ich sehe normalerweise Pisanberg wirklich gut. Vor allem das Gebäude oben, ja. Also jetzt glaubt man, das ist 50 Kilometer weit. Und Gallenberg, Leopoldsberg, ja. Mache ich noch eine Nahaufnahme, ja. Also wiederum, ja, wiederum überlegt man, sind da Bäume auf dem war, also auf dem Berg, in dem Wald sind da überhaupt Bäume, weil heute erkennt man das nicht einmal. Also am Nussberg, bereits die Hütten am Nussberg sieht man im Staubschleier. Leopoldsberg ist dann eine Vertiefung dahinter und wieder bergauf. Jetzt war ein gutes Missverständnis. Ein paar Leute haben mich angesprochen, warum ich sie fotografiere. Und ich habe denen gezeigt, was ich eigentlich aufnehme. Ja, weil ich habe natürlich mit der Face-Kamera den Nussberg gefilmt und nicht mit der auf der anderen Seite. Ne? Die haben geklappt, echt. Ich filme die. Ja, als ich es denen gezeigt habe, was ich eigentlich da... Moment. Noch was. Nachdem ich den Jungs
und Mädels gezeigt habe, was ich da eigentlich filme, ja, habe ich automatisch gefragt, seht ihr die Stäube da in Richtung Nussberg und Leopoldsberg? Was glaubt ihr, was die Antwort war? Sterben müssen wir alle. Also so viel zu dem Interesse, gell? So, ein wenig später. Also ich höre schon heute, ja, die Leute, die nicht überlegen oder nicht wissen oder wie auch immer, ja. Ja, das sind die Luftfeuchtigkeiten und das kondensiert womöglich auf den Stäuben, die ja natürlich sind. Leute, heute ist keine Luftfeuchtigkeit, ja. Alle Blätter sind trocken, ja, und verstaubt. Trocken und verstaubt, ja. Trocken und verstaubt. Dasselbe. Trocken und verstaubt reicht's, glaube ich, oder?